Alle reden von Digitalisierung. Auch im Bildungsbereich ist es ein Megathema der letzten Zeit. Das andere Megathema der letzten Zeit in der Bildungsforschung ist die Vergangenheitsbewältigung der Reformpädagogen. Und über beides habe ich im neuen Kursbuch geschrieben. Sie erfahren gleich mehr. Ich habe mich gefreut, als Armin Nasehi mich angesprochen hat, ob ich für das von ihm geplante Kursbuch zum Thema Bildung einen Beitrag schreiben möchte und habe diesen Beitrag geschrieben. Er ist veröffentlicht im Kursbuch 301 Gramm Bildung, gerade jetzt vor wenigen Tagen erschienen und erfreulicherweise auch relativ schnell in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einer größeren Besprechung gewürdigt worden. In meinem Beitrag geht es um die Reformpädagogik, über die ich auch in letzter Zeit viel publiziert habe. Und dabei geht es um Waldorfschulen, Montessori-Schulen, aber vor allem um den Aspekt, der in den letzten Jahren immer wichtiger wurde, nämlich die Frage, was haben eigentlich die Reformpädagogen zur Zeit des Nationalsozialismus getan oder gelassen? Inwieweit ist Rudolf Steiner oder Maria Montessori oder Peter Petersen heute einen Vorwurf zu machen, dadurch, dass sie in der Zeit des Nationalsozialismus oder in der Zeit des italienischen Faschismus sich nicht glasklar von den damaligen Machthabern distanziert haben. Darum geht es in diesem Aufsatz von mir. Und das zweite und aus meiner Sicht eigentlich sehr wichtige und für die Zukunft relevante Thema, über das ich schreibe, ist die Frage, wie kann eigentlich Digitalisierung auch im Bildungsbereich Fuß fassen und sind die Konzepte, die es gerade auch aus der Tradition der Montessori-Pädagogik bereits gibt, wo es unter dem Stichwort Montessori 2.0 Einrichtungen gibt, die sagen, ja, wir machen digitale Montessori-Pädagogik, inwieweit sind die tragfähig? Es ist ein interessantes Phänomen, dass Digitalisierung immer wieder ausgerufen, immer wieder programmatisch gefordert wird und dass, wenn man genauer hinguckt, was eigentlich bereits umgesetzt ist, dann stößt man immer wieder auf sehr viel, man könnte sagen, heiße Luft. Auf Konzepte, die zunächst viel Wirbel machen, zum Beispiel Steve Jobs Schulen in Holland, und von den 50 Schulen, die es noch vor ein, zwei Jahren gab, gibt es heute keine mehr. Das Konzept scheint also noch nicht ganz ausgereift zu sein. Alles das und viel mehr können Sie nachlesen in diesem Kursbuch 301 Gramm Bildung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.